Ja, hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier bei LPG Myers und Charity Gamer. Ja, auf alle Fälle habe ich hier einen neuen Mod für euch, und zwar den Deutz Fahr AcroStar 6.81. Und der Mod ist von Dahofi. Der Link findet ihr dann natürlich wieder in der Videobeschreibung, so wie gewohnt. So, was haben wir denn? Jetzt bin ich gerade auf der Mod-Hoster-Seite und jetzt schauen wir uns den mal an. Also, der leistungsstarke Schlepper der AcroStar 6-Reihe stellt mit seinen 190 PS die ideale Mittelmaß für den heimischen Hof dar. Durch die vielseitigen Möglichkeiten, ihn zu erweitern, ist er für fast alle Aufgaben geeignet. Stimmt. Der exklusive Händlervertrag mit dem Hardpoint Extension GmbH. Genau, und da komme ich jetzt zu dem Punkt. Ihr braucht dazu, um da von dem AcroStar alles nutzen zu können, den Hardpoint Extension GmbH. Der Link, den findet ihr auf alle Fälle dann in der Beschreibung von dem Deutz. Also von diesem Traktor findet ihr dann die Beschreibung, wie ihr zu dem Hardpoint kommt. Denn was der kann, zeige ich euch nachher. Ist natürlich eine coole Sache. Muss ich sagen. Ich habe das auch erst jetzt herausbekommen. Ohne Scheiß. Ich habe es jetzt erst herausbekommen, dass es das gibt. Ohne Scheiß. Danke an der Hofi. So, auf alle Fälle. Was kann er? Türen auf, ist klar. Fenster auf. Also Türen kann man sogar kann man von außen auf und zu machen, dass man das sieht. Und zwar mit genau, R. So, also auf und zu. Innen hat man dann die Möglichkeit IC mit der Leertaste, wie gewohnt. Man kann die Spiegel verdrehen. Links und rechts. Moment. Ups, ach, das ist immer doof, wenn man dann die IC dran hat. So. Und hier genauso das gleiche Spiel. Also voll cool. Finde ich echt eine coole Sache. Dann vorne natürlich Fenster auf. Dann die Seitenfenster. Dann hinten auf, also die Standardfenster halt. Dann kann man das Licht hier an- und ausmachen. Also Rundumleuchte besser gesagt. Dann haben wir hier Warnblinker. Dann Blinker rechts und Blinker links. Und was haben wir noch? Dann haben wir hier auf alle Fälle Fronthydraulik, kann man heben damit. Dann 4WD, also Allradantrieb an- aus. Differentialsperre H an- aus. Dann Differentialsperre V an, aus, Frontkraftheber öffnen, also den kann man den auch öffnen. Dann haben wir Gerätklappen. Dann Zündung an. Also kann man jetzt Zündung an- und ausmachen. Ja, voll cool. Dann kann man damit Licht an- und ausschalten. Dann haben wir hier PTO. Ich weiß jetzt nicht, was PTO ist. Sorry, Leute. Ich bin kein Landwirt. Ihr wisst das, was das ist. Ich leider nicht. Entschuldigung, aber jetzt kommen wir nämlich zu dem wichtigsten, genialsten Teil. Und zwar, da stehen jetzt nicht irgendwo Paletten rum oder irgendetwas für die Anbauteile. Machen wir erstmal die Türen hier überall zu. Ach, die geht dazu, oder was? Nein. Okay, dann müssen wir das so machen. Komm her. Zu. Und zu. Ja, toll. Wie realistisch ist das? Macht die zu? Ah, nein. Oh. Ja, hier steht alles rum. So, jetzt aussteigen. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil. Und zwar zu diesem hier. Ja, da. Naja. Ist klar, muss hin. Ist immer in der Werkstatt, da muss das sein. Boah, cool. Ein alter Kalender von 2015. So, Hardpoint. Extension. Betretet man mit, also wenn man jetzt hier steht. Also man muss natürlich, man fährt rein, man öffnet das ganz normal, also das Tor, das kann man sich, also das Hardpoint Extension, das Gebäude kann man sich irgendwo frei platzieren. Natürlich sollte man schauen, dass es eine schöne ebene Fläche ist. Ich habe es jetzt hier auf der Björnholm-Map unten auf dem zweiten Hof draufgeknallt, und dann kann man die Tore öffnen und dann kann man da reingehen. Und dann, wenn man es drin sitzt im Traktor, dann habt ihr oben hier stets Deutz AcroStar 6.81 ist in Reichweite der Werkstatt. So, da kann man nicht aussteigen, und dann kann man mit Y die Werkstatt betreten. So, und jetzt kann man die Sachen anbauen. Und zwar Frontladekonsole kaufen und anbauen. Also kostet 1650.
kaufen, anbauen. Teil wurde gekauft. Dann kann man zum Beispiel die rundum beleuchten Kamera anmachen. Kaufen. So. Genau. Dann Reifen. Kann man jetzt Pflegereifen, Pflegereifen Zwilling. Dann Doppelbereifung hinten. Dann Forstreifen. Also machen wir mal die. Schauen wir uns erstmal die Pflegezwilling an. Da vorne kaufen, anbauen. Das sind hinten kaufen, anbauen. So, was haben wir sonst noch? Dann haben wir natürlich die Warntafeln, die können wir auch gleich mal anbauen. Dann haben wir hier Kotflügel kaufen, anbauen. Dann hier kann man reparieren. Ne, doch, Reparaturmodul. Und Rückfahrscheinwerfer anbauen. So, jetzt haben wir alles. Was ist das hier? Informationspanel. Weiß ich gar nicht, für was das da sein soll. Ah, zeigt Kapazität des angehängten Geräts Hängers an. Ah. So, Teil anbauen. Gut, jetzt haben wir das alles dran. Schauen wir uns das mal an. So, jetzt haben wir hier. Nein, hä? Warum nicht angebaut? Was ist da los? Hallo? Hallo, hallo? Nochmal. Okay, so. Ah. Jetzt muss ich noch die Teile anbauen. Aha. Kaufen, anbauen. Teil anbauen. Dann haben wir gesagt, nehmen wir erstmal sie besitzen 1. Teil anbauen. Ah ja, man muss die dann da extra anbauen. Gut, ich benutze das jetzt zum ersten Mal, sorry. Aber ich finde das, eine coole Sache. So, Teil anbauen. Teil anbauen. Und Teil anbauen. So, jetzt haben wir natürlich die Pflegebereifung drauf. Genau. Ah, vorne hat er die einzeln. Ihr habt doch vorne auch Zwilling, oder? Hey, hey, hey. Nochmal schauen. So. Hinten und vorne. Teil anbauen. So. Ja, jetzt hat er die Zwillingsbereifung drauf. Also sieht auch cool aus. Pflegereifen. Natürlich haben wir da noch die Forstreifen, die was man ran machen kann. Die können wir uns auch mal schnell noch anschauen. Das ist nämlich das, was mich dann interessiert mit Forstbereifung. So. Dann anbauen. Und Radgewicht kann man noch anmachen. Doppelreifen. Und die bauen wir jetzt an. So. Genau. So. Das müssten eigentlich Ketten drauf sein, oder? Nein. Die Ketten sind extra. Genau. So. Ja, sorry. Ich habe, wie gesagt, ich bin da jetzt auch zum ersten Mal das Ganze am Nutzen. Schaut so cool aus. Also ist wirklich genial. So, jetzt haben wir natürlich die Anbaugeräte alle dran. Die Warntafeln hinten hier für den Frontlader. Und dann hier Informationspanel fürs Anbaugerät. Ja, auf alle Fälle schon eine richtig schöne Sache, dieser Traktor. So, auf alle Fälle, der Hofi, vielen Dank für den Mod. Der schaut auch wirklich cool aus. Ist jetzt nicht kein Fan, weil ich bin ja Fan. Aber er ist trotzdem gebrauchbar, sagen wir mal so. Weil mit dem ganzen Hardpoint-Zeug gefällt mir das natürlich persönlich wieder viel, viel besser. So, dann schauen wir uns den mal an. Komm. So. Und raus. Naja, auf jeden Fall ist schon cool. Also schon eine coole Sache. Ach ja, genau, was hab ich noch glatt vergessen, euch zu zeigen. Und zwar, Reifendruck lässt sich senken. So, jetzt haben wir einen niedrigeren Reifendruck. Und wenn man dann nochmal die 7 drückt, dann haben wir wieder einen hohen. So, auf alle Fälle, jetzt haben wir richtige Bereifung für den Forst. Schon eine coole Sache. So, Post machen wir aus, brauchen wir jetzt gerade nicht. Auf alle Fälle richtig schön. Also, dann bedanke ich mich auf alle Fälle. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.